Hallo liebe Radsportfans und Digital-Nerds. Willkommen zurück bei der Tour for All auf Swift, hier bei GCN Racing auf Deutsch. Und heute sind wir bei der zweiten Etappe und das Ganze in Richmond. Auch wieder ein WM-Kurs, damals gewann Peter Sagan. Heute ist er nicht mit dabei, aber dafür wieder unsere 10 Teams, die wir auch schon gestern gesehen haben. Jetzt geht's rein ins Männerrennen und in der ersten Runde, da war es zunächst Jimmy Whelan für EF Cycling, der versuchte sich abzusetzen. Der U23-Sieger der Flandern-Rundfahrt schaffte es aber nicht. Dafür wurde das Feld vorne an der Spitze immer kleiner und auch Mathieu van der Poel, den sahen wir hier gerade auf der Rolle, er war wieder fleißig mit dabei. Das Team Mitchell & Scott musste in die Nachführarbeit, aber sie schafften es nicht mehr nach ganz vorne, denn dann ging die Post ab. Michael Wahlgren, der Sieger des Amstel Gold Race von 2018. Er ging 2,5 Kilometer vor dem Ziel in die Attacke. Er fuhr wirklich all out. Wir sehen es hier. Der Kopf ist rot, die Haare sind blond, aber es reichte nicht ganz, denn ungefähr 400 Meter vor dem Ziel, da kamen Van Avermaet und Michael Gogel nochmal vorbeigeballert. Und Gogel, der hatte noch den Feder-Power-Up und der führte ihn dann zum Sieg. Er fährt also hier als Erster über den Strich und dahinter sehen wir es ganz knapp orange vor blau. Das heißt also, Greg Van Avermaet sichert Platz 2 vor Mathieu van der Poel. Aber es war ganz knapp. Wir sehen es hier, die Siegerfahrzeit 1:02:39 und Van Avermaet und Van der Poel innerhalb eines Wimpernschlages direkt dahinter. Wahlgren rettet sich noch auf Platz 5 und hier sehen wir die Gesamtwertung bei den Teams. NTT macht heute ordentlich Boden gut, 137 Punkte vor Alpecin Phoenix, die haben jetzt 132 und EF Pro Cycling mit 129 nun auf Platz 3. So, damit springen wir rüber in das Rennen der Ladies. Auch hier wieder die neuen Teams von gestern mit dabei. Und wir haben es gesehen, Ashley Mulman-Pasio, die doppelte Staatsmeisterin aus Südafrika, ganz vorne mit dabei, holt sich hier auch die Sprintpunkte. Da gab es immer noch ein paar Extrazähler zu verdienen. Und auch Marianne Voss war wieder mit dabei. Die Siegerin von gestern gab sich also auch heute wieder die Ehre. Ja, und nachdem das Rennen auch heute wieder furios gestartet wurde, war es dann in der dritten von 5 Runden Kristin Faulkner, die 27-jährige US-Amerikanerin für das Team TIBCO Silicon Valley. Sie setzte sich ab und konnte bis zu 25 Sekunden Vorsprung herausfahren, also eine ordentliche Lücke ging da auf. Allerdings rund 11,5 Kilometer vor dem Ziel wurde sie dann wieder eingeholt, nachdem das Team CCC ordentlich für Tempo gesorgt hatte. Und die hatten heute wirklich Großes vor. Hier sehen wir das Ganze. Marianne Voss guckt noch ungefähr 600 Meter vor dem Ziel, was passiert. Denn ganz vorne, da ist es Ashley Mulman-Pasio, die Südafrikanerin, die sich von allen absetzen konnte. Sie hatte auch noch das Power-Up mit der Feder, wurde also im Finale, wo es leicht weghochgeht, etwas leichter. Und damit gab es den erneuten Tagessieg für CCC Liv. Mulman-Pasio also auf der 1 und dahinter, da wurde noch gesprintet. Lauren Stevens für TIBCO Silicon Valley kommt auf die 2 und Marianne Voss, die macht erneut ein Podium klar und wird heute Dritte. Dann gucken wir ein bisschen weiter nach unten. Da sehen wir Tanja Ehrert auf Platz 8, unsere deutsche Fahrerin, die schon die Swift Academy gewinnen konnte. Die hatte gestern technische Probleme, da ist das WLAN immer mal wieder ausgefallen. Heute konnte sie also ordentlich mit reinhalten. Und jetzt haben wir hier die neue Gesamtwertung. TIBCO Silicon Valley Bank also mit 161 Punkten vor CCC Lift mit 133 und Canyon SRAM jetzt mit 118 Punkten auf dem gesamt-dritten Rang. Ja, morgen geht's weiter, Etappe Nummer 3. Da fahren wir dann nach Watopia und es wird deutlich bergiger. Und wenn ihr nichts verpassen wollt, dann seid auf jeden Fall morgen wieder mit dabei oder ladet euch unsere GCN-App herunter. Dann verpasst ihr wirklich gar nichts mehr. Also bis morgen, passt auf euch auf und tschüss.